Freunde, Kanye West schafft es immer wieder, durch Kleinigkeiten einfach für Hype zu sorgen, beziehungsweise jetzt in meinem Fall einfach mich zu beeindrucken. Man hat in letzter Zeit öfter ihn gesehen bei Modeshows etc. unterwegs, beim Zahnarzt sogar teilweise, wo er immer wieder öfters Masken getragen hat. Natürlich soll das Ganze promoted werden, also sprich die Sachen, die er trägt, unter anderem diese Yeezy Gap Jacken etc. Dazu kommen wir in einem späteren Augenblick nochmal. Was mich aber so für mich zumindest so der mega Eyecatcher war, waren einfach diese Masken. Und okay, ich muss das kurz vorlesen, Moment. Warum ich das vorlesen muss, denn Kanye ist nicht der Designer hinter diesen Masken, sondern, Achtung, Pierre-Louis Auvray. Das ist der Designer hinter diesen Masken, der die entsprechend für Kanye herstellt, näht, macht. Das Ganze lässt natürlich so ein bisschen vermuten, dass es von Kanye eher so ein bisschen ein Leak ist, womit er uns vielleicht sagen will, hey Leute, die Sachen von Yeezy X Gap sind von diesem Designer, der natürlich für Kanye arbeitet. Weg aber jetzt vom Hype, wir gehen jetzt mal wieder zurück und zwar, wir wollen heute diese Masken nachmachen. Wir werden das Schnittmuster erstellen, wir werden uns die Theorie erstmal kurz dahinter anschauen, wie wir das theoretisch umsetzen könnten. Wir reden ja nicht hier von einer Stummmaske. Das heißt, ein komplett neues Schnittmuster müssen wir entwickeln. Wir schauen uns an, wie wir das zusammen nähen, in welche Teile wir das aufteilen. Und ich habe dazu auch was vorbereitet. Einmal haben wir das hier aus der kommenden Veru Sommerkollektion T-Shirts, die gerade in Produktion sind. Habe ich hier noch ein Druckmuster, was ich mir anfertigen lassen habe, was sich perfekt eignet eigentlich für diese Zwecke. Was wir daraus machen, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier ein T-Shirt mit einem Tiger oder Löwen, ich glaube, das ist eher ein Tiger, was ich auch cool finde, woraus man daraus eine Maske machen könnte. Dann haben wir hier ein Engel-T-Shirt, auch sehr nice. Leider ist die Grafik ein bisschen, naja, die lässt zu wünschen übrig, sagen wir es besser so. Aber daraus lässt sich sicherlich auch eine Maske machen. Dann haben wir nämlich auch zum Schluss noch ein T-Shirt in Schwarz hier mit blauen Schmetterlingen. Erinnert so ein bisschen an diese Peso von Justin. Finde ich cool, können wir sicherlich auch eine Maske draus machen. Was brauchen wir dafür? Also grundlegend brauchen wir erstmal eigentlich eine Stoffschere. Wir brauchen einen Stift, wir brauchen Papier, ein Lineal. Und sonst eigentlich nichts. Doch, wir brauchen noch etwas. Und zwar, die Maske soll ja auch Löcher haben. Das machen wir damit. Jetzt gehen wir mal kurz in die Theorie rein. Hier mein kleines Workbook. Wir zeichnen uns mal kurz hier auf, wie theoretisch die Maske ausschauen sollte, beziehungsweise wie wir das Schnittmuster anlegen. So soll die Maske nachher ausschauen. Sprich, hier kommen nachher noch Löcher rein für die Sicht. Und wenn wir das Ganze jetzt runterbrechen, was haben wir hier? Ganz einfach in Mathematik, wir haben ein Rechteck und wir haben hier einen Halbkreis. Ein Halbkreis, wenn man ihn von oben anschaut, sieht er so aus. Wie können wir das Ganze zusammennähen? Was haben wir früher in der Schule gelernt? Wenn wir jetzt zum Beispiel durch vier teilen, entstehen einfach vier Dreiecke. Wenn wir diese vier einzelnen Dreiecke sozusagen zusammennähen, erhalten wir am Ende einen Kreis, der oben drauf kommt. Das heißt, wir könnten jetzt hingehen, schnittmustertechnisch und einfach jetzt zum Beispiel, ich mache es einfach mal kurz so als Beispiel, wir haben jetzt hier die vier verschiedenen, oh, das war natürlich ein bisschen unsauber, wir haben jetzt hier vier einzelne Teile. Das ist so ein bisschen dieser Rechteck hier, was wir uns vorstellen, was nachher dem Gesicht runterhängt. Dann haben wir da oben drauf, ja, diesen Kreis. Und wir gehen jetzt hin und machen das jetzt so. Jetzt haben wir die Grundproblematik, das ist unser Grundschnittmuster. Unser GSM, Grundschnittmuster, okay. Jetzt haben wir die Grundproblematik, die T-Shirts haben eine bestimmte Breite, bevor hier links und rechts natürlich die Overlocknaht, die Kettelnaht anfängt. Ne? Das heißt, wir können theoretisch eigentlich nur die Hälfte erstmal nehmen, auf den vorderen Teil drauf machen und die andere Hälfte auf dem hinteren Teil vom T-Shirt. Dadurch bekommen wir in der Front das Muster perfekt drauf und hinten entsprechend komplett einfach den schwarzen Stoff vom Rücken benutzen. So, wir haben das Ganze grundlegend jetzt gemacht. So ganz kompliziert war es ja auch nicht. Wenn man sich ein bisschen mit Schnittmuster auseinandersetzt, hat man das Schnittmuster sofort wieder raus. Das sind so die Grundsachen, die wir erstmal wissen müssen, bevor wir das Ganze jetzt auf Papier umwandeln. Was wir jetzt natürlich auch noch dazu brauchen, ist, ich muss ja wissen, wie rund mein Kopf ist, wie hoch etc. Und das Ganze löse ich hier mit diesem Maßband ab. Und ich nehme einfach hier um meine Ohren die höchste Stelle. Und Achtung, ich will mir nicht ins Auge pieksen. Und wir schauen uns einfach mal an, was wir hier haben. Wir haben 62 cm Umfang. Das Ganze schreiben wir uns jetzt natürlich auf. Ganz wichtig, wir wollen ja hier alles richtig machen. U steht für Umfang. So, dann wollen wir einmal mal schauen von Kopfspitze. Ich nehme einfach mal jetzt, ich mache das wirklich also jetzt mal hier für euch provisorisch. Natürlich kann man das Ganze hier auch professioneller machen. Dann haben wir hier bis, sagen wir mal, bis hierhin soll die Naht aufhören von
im Kreis. Stopp, 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 stopp. Kleines Problem. Kleines Learning, während wir hier die Masken gemacht haben und der Zukunftsnet, also ich, erzähle euch jetzt, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben. Und zwar, diese Spitzen sind leider zu hoch. Ihr erinnert euch, ich habe euch gesagt, wir haben ungefähr Mitte Stirn bis ungefähr zur Mitte gemessen. Das war grundlegend falsch. Dadurch, dass eben alles eng verläuft, kommt die Maske nicht richtig über den Kopf und wir kriegen so eine Spitze auf den Kopf, die unschön ausschaut. Das möchten wir aber natürlich nicht. Deshalb haben wir jetzt dazugelernt. Wir messen jetzt vom Haaransatz bis ungefähr nach hinten, wo die Wölbung wieder nach unten anfängt. Schauen uns das an. Das sind 18 cm. Durch die Hälfte, da soll ja ungefähr die Mitte sein, da sind wir bei 9 cm. Jetzt schaue ich mal kurz, wie viel 9 cm hier sind. Wir nehmen jetzt nur die eine Hälfte, die wir auch brauchen. 9 cm sind bis hier. So, dann gehen wir mal darüber, zeichnen das nach. Hier seht ihr, die Pyramide ist kleiner geworden. Dadurch verhindern wir, dass wir nachher so einen Bobble auf den Kopf bekommen. Das wird jetzt nur noch entsprechend zugeschnitten und dann passt es. 16 cm von hier. Ich will es ein bisschen weiter runterhängen haben. Und ja, 34 cm Länge. 34 cm Länge. L steht hier für Länge. Unser kleines Buch nehmen wir natürlich auch mit. Wir brauchen erstmal hier ein bisschen Papier. Und dann reißen wir das Ganze hier ab. Und jetzt können wir hier natürlich entsprechend arbeiten. Unser Buch, unser schlaues Buch, lassen wir immer stets neben uns. Wir nehmen unseren großen Lineal hier und fangen an zu zeichnen. Das heißt, Umfang haben wir 62 cm. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier anschauen, wir zeichnen das mal ein bisschen tiefer rein. Wir haben erstmal unsere Grundlinie. Jetzt haben wir natürlich gesagt, hey, wir wollen eine Gesamtlänge, Gesicht von 34 cm. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Wir müssen jetzt nicht unbedingt die direkte Mitte nehmen. Wir können natürlich die direkte Mitte nehmen, damit es auch einfacher und professioneller ist. Wir sind ja auch Profis hier. Bei 62 cm ist die Mitte bei genau 31. Und jetzt schauen wir nochmal nach. 34 cm in die Höhe. Und das hört hier auf. 34 haben wir gesagt, genau. Das Ganze müssen wir jetzt als Rechteck aufzeichnen. Das heißt links, rechts, oben, unter etc. Und dann zeichnen wir das mal darüber. Und jetzt können wir im Prinzip hier die Punkte nur noch verbinden. Und da haben wir einmal hier, nicht ausrutschen, ganz wichtig. So, es muss nicht perfekt sauber sein, aber wir machen es natürlich richtig, weil wir sind Profis. So, wir haben jetzt hier ein Rechteck drauf. Jetzt brauchen wir auf diesen Rechteck, den müssen wir durch 4 teilen. Und brauchen im Prinzip 4 Dreiecke oben drauf. Wir haben jetzt schon mal ja hier unseren großen Rechteck in 2 Teile geteilt. Den teilen wir jetzt einmal nochmal durch die Hälfte, das ist bei 15,5. Und einmal hier nochmal bei 15,5. Und einmal bei 15,5. So, jetzt haben wir sozusagen den oberen Teil in 1, 2, 3, 4 Teile geteilt. Und jetzt müssen wir nochmal durch die Hälfte teilen, weil wir wollen ja die Spitze genau in der Mitte von diesen Teilen haben. Und wir haben hier von Stirn bis Spitze haben wir 16 cm. Das heißt, hier machen wir nochmal 16 cm drauf. Wir wollen hier natürlich genau 16 cm hochgehen. Das heißt, ich muss hier bis hier hin. Dann haben wir unsere Speerspitze sozusagen. Das ignorieren wir mal hier. Das war ein kleiner Denkfehler von mir. So sieht man es hoffentlich besser. Jetzt haben wir die 4 Dreiecke drauf, unten den Body und das Ganze schneiden wir jetzt einfach mal aus. Jetzt geht es natürlich ins Ausschneiden. Die mittlere Linie, die wir für die Schnittmustererstellung gemacht haben, wird uns auch noch gleich sehr behilflich sein. Aber erstmal Step by Step. Wir schneiden es erstmal in aller Ruhe aus. Okay, das Schnittmuster ist fertig. Ihr seht's. Das ist das, was wir brauchen, um so eine Maske herzustellen à la Kanye West, beziehungsweise wie hieß der, Pierre, irgendwas. Problematik ist, ich zeige euch das jetzt an einem Beispiel. Ich nehme einfach mal das Veru T-Shirt, was jetzt, habe ich schon erwähnt, dass es diesen Sommer kommt. Selbstverständlich geht der Akku leer, wenn ich euch das was zeigen möchte. Und zwar, ich nehme das Veru T-Shirt hier, beziehungsweise nicht Veru T-Shirt, sondern das Muster von dem Veru Sommershirt, was übrigens diesen Sommer kommt. Und zeige euch die Problematik, warum wir hier das Ganze gleich teilen müssen. Wenn ich jetzt das Ganze hier drauf lege, seht ihr, was machen wir denn mit dem anderen Stoff? Das heißt, wir müssen erstmal hingehen, das Schnittmuster in 2 Teile teilen und nachher auch entsprechend zusammennähen. Wir könnten auch hardcore hingehen und sagen, wir machen 4 Teile draus und nähen alle 4 Teile zusammen.
und haben aber dann die Problematik, dass wir dann 4 Nähte haben. Wenn wir nur 2 Nähte an den Seiten haben, ist okay, aber eins durch die Front muss ja nicht sein, weil wir wollen ja eben das Motiv entsprechend auf der Maske präsentieren. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hin und teile die 2 Schnittmuster durch 2. Und jetzt ist die Frage, warum habe ich für euch das Ganze so gezeichnet? Um euch erstmal grundlegend zu zeigen, wie man das überhaupt macht, weil der Fuchs unter euch hat nämlich schon rausgefunden, wir hätten gar nicht das hier alles zeichnen müssen, sondern nur das hier. Weil es war ja von vornherein klar, habe ich euch am Anfang gesagt, wir werden mit 2 Hälften arbeiten. Es ist trotzdem wichtig, dass ich euch den ganzen Prozess dahinter zeige, damit ihr das auch als Ganzes versteht und auch hier seht, warum das Ganze nachher 2 Teile braucht, vorne und hinten. Ähnlich wie bei einem T-Shirt. Der vordere Teil wird mit dem hinteren Teil verbunden. Und das machen wir natürlich in diesem Fall auch so. Jetzt machen wir mal das Ganze hier breit, rollen hier die Ecken aus. Ich hole mir meine bezaubernde Kreide hier. Nehmen das Schnittmuster, wir denken dran, wir schauen uns das Ganze nochmal, wie es aufkommt, ja, so, lässt sich nicht verhindern, Zuschnitt ist das hier oben entsprechend. Ich nehme mir dazu als Hilfe nochmal ein kleines Lineal, dass ich hier nicht übers Papier zeichne, dass wir ungefähr wissen, wie wir den Stoff nachher ausschneiden müssen. Ich presse da immer schön mit dem Lineal drauf, dass sich das Schnittmuster nicht verschiebt und den Stoff drücke ich aber mit der Kreide möglichst wenig. Ihr seht, die Spitzen verlaufen hier nicht perfekt zueinander. Das machen wir gleich beim Zuschnitt, schneiden die natürlich entsprechend spitz, dass es auch so passt. Das muss ich euch natürlich auch noch zeigen. Ihr seht, wir haben hier diese seitliche Naht beim T-Shirt. Wir müssen natürlich den vorderen Teil, wir machen es hier ganz grob, wir könnten auch mit einem Nahtlöser hingehen, aber das machen wir nicht. Wir gehen ganz grob hin und schneiden das T-Shirt hier in 2 Teile. Unordentlich und unsauber, das lassen wir noch übrig, weil das brauchen wir für den Rückenteil. Und jetzt haben wir das T-Shirt vor uns und können entsprechend das Schnittmuster drauflegen. Und jetzt seht ihr es hier auch an den Spitzen. Die tun wir gleich neben den Kragen, dass wir möglichst viel vom Motiv für uns hier mitnehmen. Das Ganze beschweren wir wieder und jetzt mache ich den Rest hier fertig und zeige euch alles, wenn es alles markiert ist. Hier haben wir zum Beispiel jetzt mal das Rückenteil, dann haben wir hier vorne das Vorderteil. Diese 2 werden nachher zusammengenäht, dann haben wir die Maske schon. Ich mache das jetzt nur noch mit dem Rest und dann sehen wir uns nochmal wieder. Ihr seht jetzt hier 1, 2, 3, 4 Stapel. Alles ist fertig zurechtgeschnitten. Hier ist ein Stoffstück noch. Ich habe mal zur Probe hier eins zusammengesteckt. Und jetzt werden einige sagen, oh, stecken kostet Zeit, ist nervig. Warum sollte man das so, grundsätzlich machen? Natürlich auch so, du bist der Vollprofi-Schneider und kriegst es ohnehin. Dann ist es auch völlig legitim. Wir werden es auch ohne bei den anderen 3 machen. Bei dem hier habe ich es einfach mal vorgesteckt, um euch das zu zeigen. Normalerweise passieren gerade hier jetzt im nächsten Schritt die meisten Fehler, dass einfach die falschen Teile mit den falschen Teilen zusammengenäht werden. Leider. Ich habe es jetzt mal hier mit großen Klammern zusammengesteckt, um euch das halt mal wirklich bildlich zu zeigen. Ne? Jetzt drehen wir das Ganze mal um, vorsichtig, dass wir die Klammer nicht rausschmeißen. Und wir bekommen sozusagen erstmal schon mal einen Eindruck, einen ersten Eindruck. Unsere Maske. Wir müssen es jetzt nur noch so zusammennähen, dann wären wir ready. Freunde, ich habe schon mal die 2 weißen Masken hier vorbereitet. Wir machen jetzt mal mit dem Video weiter. Die schwarzen kommen nämlich ganz zum Schluss, mache ich die fertig, weil damit habe ich noch was Besonderes vor, unabhängig jetzt von diesem Video. Ich blende euch das jetzt mal kurz hier ein. Bevor wir auf die einzelnen Schritte zugehen, gibt es eine kleine Problematik, die wir beim Schnittmuster nicht bedacht haben, weil wir es noch hier vorher gemacht haben. Wenn wir es nachher alles zusammennähen, bekommen wir oben eine Spitze. Das Ganze lässt sich nachher beim Nähen oder beim Zuschneiden einfach lösen, indem wir einfach mit der Overlock-Maschine einfach im Halbkreis statt in die Spitze rein, im Halbkreis nähen. Dann sieht das so sauber aus. Hier habe ich zum Beispiel erstmal spitz genäht, dass ich entsprechende Aufnahmen machen kann und danach habe ich das Ganze hier einfach in Kurve umwandelt. Dadurch haben wir eben eine schöne Rundung. Deswegen, das heißt, wir müssten auch ein bisschen das Schnittmuster anpassen. Und jetzt ziehe ich mir mal die Maske hier auf. So, Freunde, was meint ihr? Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Wie schaut's aus? Bin ich schon Kanye West oder dauert es noch ein bisschen? Jetzt kommt ein... Es wäre natürlich ziemlich schön, wenn ich auch was sehen würde.
das habe ich ja vorhin am Anfang angeschnitten, dass wir uns auch Sichtlöcher reinmachen werden, was Kanye auch entsprechend hat. So, mit meiner Kreide werde ich jetzt hier wie folgt das hier machen. Ich werde die Maske mal komplett runterziehen, dass sie komplett sitzt. So, und jetzt werde ich schauen, wo meine Augen sind. Und ich werde mal hier über meine Augen einen Strich machen. So, ihr seht ihn schon, ich noch nicht. Jetzt habe ich zwei Striche dort. Was genau mache ich da? Ich habe genau geschaut, dass es hier in der Mitte der Augen ist. Jetzt machen wir wie folgt. Ich nehme hier die Lochzange und dann machen wir uns Sichtlöcher. Also wie eine Lochzange funktioniert, brauche ich euch eigentlich nicht erklären. Ich werde jetzt noch mal eine Sache machen. Ich werde hier, entsprechend einen Punkt, oh, jetzt habe ich es abgebrochen, 7 Punkte. Und ich werde jetzt hier entlang, oh, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ich hält, ne? Aber das kriegen wir auch so hin, Freunde, das ist jetzt nicht, daran soll es ja nicht scheitern, bekanntlich, gell? Ihr wisst, hätte ich es vorher gemacht, hätten wir das Problem jetzt nicht. So, da haben wir das erste Loch. So, schön pressen. Gut. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen hier das entfernen. Und ihr seht schon, hier ist ein Loch. Es sind jetzt die Löcher drin. Ich habe schon auf jeden Fall jetzt nach dem ersten Mal schon ein paar Learnings gemacht, die wir bei dem nächsten Versuch auf jeden Fall besser machen könnten. Aber ich glaube, schauen wir uns das Ganze mal an, ob ich jetzt auch was sehe. Und ich sehe was, Freunde. Ich sehe was. Ich bin jetzt einfach, ich habe einfach den Durchblick. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher ran, dass ihr das mal seht. Seht ihr hier die Löcher? Freunde, ich habe den vollen Durchblick. Ihr fragt euch jetzt auch nett, warum machst du diese Maske? Ganz einfach, ich habe ein Projekt vor, wo ich ein Outfit selbst made mache. Und da brauche ich entsprechend diese Maske, weil das Outfit wird nämlich eine Hommage an Kanye West. Und deswegen brauche ich diese Masken. Jetzt fragt ihr euch nett, zeig uns jetzt mal auch die anderen. Mach jetzt mal die Löcher hier ran und das werde ich jetzt noch kurz tun, weil ich schaue jetzt panisch immer so ein bisschen auf die Uhr, warum ich die Schwarzen noch nicht fertig mache. Ich werde das Ganze morgen für euch filmen, wenn ich die Schwarzen fertig gemacht habe. Ich muss leider los, schwangere Frau, Arzttermin. Ich hoffe, ich muss nicht erklären, warum ich es so eilig habe heute. Aber ich werde jetzt noch kurzerhand die zweite Maske fertig machen. So sieht übrigens die Naht jetzt von innen aus. Und ich zeige euch das jetzt mal mit der anderen Maske von außen. Ich bin sehr zufrieden damit, was wir hier gemacht haben. Wir haben ein paar Learnings gehabt. Das heißt, wenn du das zu Hause oder wo auch immer probieren wollen solltest, beachte bitte, dass du deine Maße nicht von untere Stirn hier so bis in die Spitze setzt, sondern dass du hier hinsetzt. Das heißt, du misst von hier bis dahin ab und das ist deine Dreieckspitze nach oben. Okay, ich sag's euch ehrlich, ich hätte nicht schlafen können, wenn ich das jetzt nicht kurz gemacht hätte. Und hier oben seht ihr keinen Boppel mehr. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch morgen an der Hand der schwarzen Masken. Jetzt ist es perfekt, Freunde. Ich kann euch jetzt einfach mal kurzerhand hier zeigen, was der Unterschied zu vorher. Dadurch dankbar, dass wir doch beide gemacht haben, zu Verständnis war. Aber ja, ihr seht jetzt hier, ihr seht noch gar nichts, ihr seht jetzt hier, die Pyramiden sind spitze geworden. Das heißt, wenn das Ganze hier nachher auf den Kopf gelegt wird, wird die Wölbung geringer. Das heißt, unser Kopf passt da besser drauf, weil wir jetzt auch die richtigen Maße genommen haben. Ich weiß nicht, warum ich vorhin von Mitte der Stirn gemessen habe, aber im Affekt der Eile. Jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt machen wir weiter. Ja, wir haben 21 Uhr und ich bin hier in der Produktionshalle, weil ich natürlich nach dem Termin herkommen musste, sonst kann ich heute einfach nicht mehr schlafen. Real Talk. Maske schwarz ist fertig. Maske 2 schwarz ist fertig mit den Butterflies. Und die werde ich mal für euch anziehen. Ich habe sie auch schon perforiert, also sprich gelocht. Und ich sehe perfekt durch. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass ihr mal hier ein bisschen die Locken seht. Da ist sogar noch ein bisschen Fussel dran. So, das ist jetzt die Maske mit dem Butterfly. Und dann zeige ich euch selbstverständlich auch noch die Maske mit dem Tiger. Ich hätte heute echt nicht schlafen gehen können, wenn ich das heute nicht zu Ende gebracht hätte, ne? So. Die Maske zurechtrichten. Ich habe mir als Orientierungspunkt übrigens die zwei Nähte hier, dass sie immer vorm Ohr liegen. Dadurch
liegt jetzt die Maske so. Und ich habe hier auch wieder perforiert. Ich habe, ihr seht es hier oben, komplett, ich sehe perfekt durch. Ich habe diesmal die Löcher, im Gegensatz zu dem weißen hier, habe ich die Löcher kleiner gemacht. Und ja, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich sehe sehr gut und der Abstand zueinander, dadurch bekomme ich ein komplettes Gesamtbild, gefällt mir sehr gut. Ich sehe sehr gut durch und schon sind wir fertig, liebe Freunde. Puh. Liebe in den Kommentaren auf Insta da, Freunde, und gerne auch hier, wenn ihr Bock habt, dass wir mehr DIY-Videos machen, ob es nur zum Zuschauen Spaß haben oder zum selber mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe jetzt dringend nach Hause, sonst kriege ich von meiner Frau noch eine und kann jetzt auf jeden Fall happy einschlafen heute. Gute Nacht, Freunde, passt auf euch auf.